Wenn sich die Grünen, hat die Kollegin Corinna Rüffer das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Herr Schummer, ich hatte Ihnen vorhin versprochen, dass ich heute nicht so viel schimpfen will wie sonst immer. Und daran halte ich mich auch, wenn ich was versprochen habe, und freue mich besonders über den Applaus der SPD. Aber ich will trotzdem mal ganz kurz etwas kommentieren. Also Sie haben wie immer ganz viel Richtiges gesagt, Herr Schummer, und Sie sind ein ganz geschätzter Kollege, aber das mit der Freiwilligkeit, glaube ich, das müssen Sie noch mal überdenken, weil es gab viel Zeit, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitgeber, Entschuldigung, dazu zu bringen, auf der Basis von Freiwilligkeit mehr und Überzeugung. Und wir haben ja immer Überzeugungsarbeit gemacht, auch über ganz lange Zeiträume, nicht zuletzt Sie, Herr Schummer. Aber man muss sagen, das Ergebnis ist schon ein bisschen traurig. Die Leute, die schwerbehindert sind und in Unternehmen arbeiten, das sind sehr häufig die, die in Unternehmen alt und krank geworden sind. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, immer nur zu denken, dass alles über Freiwilligkeit läuft, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und was die Humanisierung der Arbeitswelt anbelangt, das ist unser gemeinsames Thema, nämlich das des inklusiven Arbeitsmarktes. Aber auch da haben wir noch ein ganzes Stück Arbeit zu leisten. Wir stehen nämlich vor der großen Aufgabe, in Deutschland jetzt endlich mal einen inklusiven Arbeitsmarkt zu schaffen. Und das bedeutet natürlich, dass wir den Arbeitsmarkt so gestalten müssen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort auch die Möglichkeit haben, einen Platz zu finden. Und zwar nicht nur irgendeine Arbeit, sondern tatsächlich gute Arbeit. Und gute Arbeit heißt, dass man davon auch leben können muss. Sie, da finde ich, kann man ruhig klatschen, Sie und ich wissen, wir sind, das ja, dass die Linke an der Stelle klatscht, das also würde ich auch erwarten. Wir sind davon weit entfernt. Und ganz besondere Probleme haben Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Chancen sind deutlich schlechter als die von Menschen ohne Behinderung. Das haben wir jetzt mehrfach gehört. Und ich finde, das haben Sie in Ihrem Antrag auch richtigerweise ausgeführt. Und ich will Ihnen dafür ausdrücklich danken. Was also, und das ist ja viel wichtiger, ist jetzt zu tun. Wir haben im April, einige von Ihnen waren da, in Genf, ja, deutliche Hinweise bekommen. Der Fachausschuss der Vereinten Nationen, der ja dafür zuständig ist, die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention hier in Deutschland zu überprüfen, hat klare Worte gefunden. Deutschland muss systematisch, und das, glaube ich, ist wichtig, daran arbeiten, dass Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsplatz Markt barrierefreier werden. Und die Vereinten Nationen fordern uns auf, ganz deutlich die Werkstätten für behinderte Menschen in Deutschland schrittweise abzubauen. Und anstatt diese Aufgaben mit Energie anzugehen, stecken wir noch immer ganz tief in der Diskussion, ob nicht Werkstätten für behinderte Menschen schon heute irgendwie Bestandteil des inklusiven Arbeitsmarktes wären. Und das ist natürlich mitnichten der Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben Expertinnen und Experten aus zahlreichen Ländern auf der Grundlage, und das muss man sich, glaube ich, klar machen, eines völkerrechtlichen Vertrages gesagt. Sie haben Deutschland kritisiert, sie haben uns beurteilt und sie haben Hinweise gegeben, wie wir in Zukunft vorgehen sollten. Es ist eben nicht so, und manchmal wird so getan, dass das irgendjemand gesagt hat, und wir jetzt mal irgendwie darüber nachdenken könnten, ob uns das passt oder auch nicht. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und jetzt sind wir natürlich auch zur Umsetzung verpflichtet. Und ich meine, wir sollten das gemeinsam angehen. Und zwar so, dass die Menschen, die jetzt in Werkstätten arbeiten, am Ende nicht schlechter dastehen als heute. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da haben wir hohe Übereinstimmung. Und da haben wir die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Zum Thema barrierefreie Arbeitsplätze vielleicht noch mal ganz kurz. Was ist eigentlich, habe ich mich heute Nachmittag gefragt, wieder mal aus der neuen Arbeitsstättenverordnung geworden? Ich wäre Ihnen schon dankbar, wenn sich da irgendwann mal was bewegen ließe, denn es ist ein wichtiger Baustein. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, ich hatte ja versprochen, ich will mich heute nicht nur beschweren. Sie haben ja ebenfalls einen Antrag vorgelegt.
zu dem wir heute, wir kommen nicht mehr dazu, geht zu Protokoll, wir können nicht mehr wirklich diskutieren, aber wen es interessiert, der kann es dann nachlesen. Genau wie der Linksfraktion auch, möchte ich auch Ihnen ausdrücklich meinen Dank für diese Initiative aussprechen und ich bitte Sie, bleiben Sie dran. Es ist nämlich gut und richtig und wichtig, dass wir endlich was für Integrationsbetriebe tun in diesem Land. Das ist aber nur ein kleiner Schritt natürlich auf dem Weg zu einem inklusiven Arbeitsmarkt. Was ist zum Beispiel mit dem Budget für Arbeit? Was ist mit den Schwerbehindertenvertretungen? Wie kann die Bundesagentur für Arbeit Menschen mit Behinderung noch besser fördern und unterstützen, als das heute der Fall ist? Und was ist mit den Menschen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben, die besonders schutzbedürftig sind? Was sind unsere Angebote an diese Leute, wirklich Teilhabe zu haben am Arbeitsmarkt? Ich sage mal so, seitdem ich dem Bundestag angehöre, habe ich viele schöne Reden gehört. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre jetzt schön, wenn wir diesen Worten nach und nach jetzt auf Taten folgen lassen würden. Wir brauchen ein gut gemachtes, flächendeckendes Budget für Arbeit. Kollegin Ruffer, achten Sie bitte auf die Zeit. Genau, deutlich gestärkte Schwerbehindertenvertretungen, Angebote für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf und vieles mehr. Ich kürze das ab. Ja, Sie haben alle Chancen, das nachher zum nächsten Punkt zu Protokoll zu geben. Sie müssen jetzt zum Punkt kommen. Ja, ich komme zum Punkt. Also wir gehen jetzt alle in die Sommerpause, in die sitzungsfreie Zeit. Und ich hoffe, dass wir im September da wieder anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Denn viele Menschen da draußen warten darauf, dass sich endlich was tut. Vielen Dank. Das Wort hat die